Kajan, du bist Fußballtrainer, Pädagoge, Person des öffentlichen Lebens. Was würdest du von dir sagen, was du bist? Das ist lustig. Ja, ich würde von mir behaupten können, dass ich mittendrin bin in allem. So Pädagogik ist so eine Sache, die hat jeder, wenn er interagiert, wenn er zusammen ist, wenn er mit jemandem redet, wenn er zuhört. Ist ja schon Pädagogik. Wenn ich auf Fragen antworte, wenn ich Meinungen versuche aufzubauen oder mich mitteile oder irgendetwas teile, ist es schon Pädagogik für mich. Was teilst du denn gern zum Beispiel mit deiner Mannschaft in Marienborn? Sehr gerne Erlebnisse aus meinem täglichen Leben, durch Gespräche, durch Momente, die ich beobachtet habe. Nimm so Sequenzen raus, die mich jetzt inspiriert haben. Ich habe jetzt vorhin im Radio was über den Buddhismus gehört und dann gab es viele, viele Gesetze, die sie auch haben. Und eine war, nicht im Wettbewerb zu sein und sich nicht vergleichen mit anderen. Fand Okay. ich überragend. Habe gleich meiner Freundin gesagt, das kann ein Motto sein für die Ah, die nächste ist auch Zeit. hier, gell? Ja. Willst du Hallo sagen? Hallo, hier bin ich. Tina Michel. Ja, und das kann ein Motto sein für die nächsten Wochen für uns, eben sich nicht mit anderen zu vergleichen und den Wettbewerb untereinander auch mit anderen ja, nicht mitzumachen. Was bleibt dann über, habe ich mir gedacht. Ja, unsere Persönlichkeit, unser Tun, unser Miteinander, das sollte genügen. Das ist doch Wettkampfsport, den ihr da betreibt mit Fußball. Ich dachte, da geht es um den Vergleich. Nö, auf keinen Finde. Fall. Bei uns geht es eben nicht darum. Es geht darum, den Spaß an unserem Spiel, an unserem Wesen, an unserem Zusammensein zu haben. Dazu gehört aber auch, sich selbst vorher zu erkennen. Es sind viele, viele Gruppen, die lange Jahre miteinander zu tun haben und keiner kennt sich richtig. Und ich glaube, je mehr Informationen der eine über sich selbst hat, eine Person über sich selbst hat, umso mehr kann er sich einfügen und kann auch andere erkennen. Und das ist sehr wichtig. Ich finde, eine Gruppe wird erst dann zu einer Gruppe, wenn man sich austauschen kann, wenn man seinen Nächsten versteht. Und so ist es auch im Fußball, gerade wenn mehrere Menschen mit einem Ball hinterher jagen. Und dann ist noch draußen ein Trainerteam, die beobachten. Also jeder hat eine verzerrte Wahrnehmung von allem, da zusammenzukommen und zu sagen, boah, das war ein klasse gemeinschaftliches Agieren und ein Ganzes, was wir da abgeliefert haben. Ich denke, dafür gibt es die andere Arbeit. Bist ja ein sehr kommunikativer Mensch und du hast auf der Veranstaltung Kraft deiner selbst in Marienborn mit über 70 Teilnehmern darüber gesprochen, dass Smalltalk so wichtig ist. Ja, es wird immer intensiver. Je mehr ich darüber rede und je mehr ich auch gefragt werde von interessanten Menschen, die das auch mitgekriegt haben oder auch wie du, der mich ja in meinem Leben begleitet. Dieser Smalltalk, den erkenne ich immer selbst jetzt immer mehr, auch in meinem täglichen Tun. Wie schön es ist, wenn man eine Pommes bestellt und vorher mal fragen darf, wie es einem geht. Irgendwie ist dann die Pommes dann doch nicht mehr so wichtig. Ich finde es spannend, was da alles kommt. Und ich habe manchmal so das Gefühl, wenn ich in der Lage bin, diese Fragen zu stellen, muss ich ja vorher auch, ich sag mal, im Lot stehen, bereit sein für solche Dinge. Und manchmal kann ich Menschen gerade mal kurz rausnehmen aus dem Trott, aus dem Alltag und etwas von ihnen preisgeben lassen. Und ich glaube, das ist auch ein gutes Gefühl für jede Person. Für mich, der Empfänger in dem Fall, der es vielleicht ein bisschen initiiert hat. Ich sehe auch glückliche Menschen dann auch vor mir. Ich habe das ein bisschen geübt
was du da machst. Du schaffst es ja, mit jedem Menschen in ein Gespräch zu kommen. Und ich bin im Fitnessstudio beim Jens Strusenberg. Und irgendwann habe ich mir gesagt, weißt du was, ich quatsche einfach mit jedem mindestens einen Satz. Meistens werden dann interessanterweise mehr draus. Und mittlerweile habe ich sogar fast ein schlechtes Gefühl, wenn ich keinen Satz mit jemandem spreche, sondern einfach nur Hallo oder Tschüss sage. Was motiviert dich denn daran, mit anderen Menschen ins Gespräch zu kommen? Auch vor Jahren, die Jahrtausendwende sozusagen, hatte ich mal im Radio wieder mal einen interessanten Menschen referieren hören, der dann gesagt hat, es gibt zwei verschiedene Arten von Menschen für ihn. 2000er, also in diesem Jahrhundert und im 19. Jahrhundert sozusagen. Da war es so, dass wenn jemand sich einen Kaffee bestellt hat in einem Café, der Kellner kam und hat den Kaffee serviert und dann hat er dem Kellner noch hinterher geschaut und hat noch gesagt, ja, was macht der noch, wie lange arbeitet der? Er hat eine Geschichte draus gemacht, hat sich überlegt, ist der Mensch glücklich, hat er eine Beziehung, tausend Sachen. Also das Kaffeetrinken als solches war erinnerungswürdig. Man konnte sich noch an diesen Tag erinnern durch diesen Kellner, weil man sich Gedanken gemacht hat und ihn in ein Bild gesetzt hat, in eine Folge, in eine Serie, die er sich ausgedacht hat. Und dann war das Kaffeetrinken auch besonders. Heute geht man, glaube ich, fünfmal, sechsmal am Tag Kaffee trinken. Der Kellner, an den erinnert man sich auf keinen Fall mehr. Wenn überhaupt, nur regt man sich auf, weil vielleicht 3, 4, 5 Minuten eine Wartezeit verlängert wurde. Das ist der neue Mensch. Der macht sich eben keine Gedanken mehr, der will einfach nur seinen Service, trinkt seinen Kaffee und ich glaube, der erinnert sich auch nicht mehr an das Geschehen, weil er auch diese Häufigkeit hat. Und ich glaube, gerade weil der Informationsfluss so groß ist im Moment und alles so auf einen einstürzt, wenn man vor die Tür geht, ist es wichtig, eben solche Momente hinauszuzögern und seinen Kopf richtig rund zu machen. Das heißt also, wir sind ja sowieso von Natur aus irgendwo vom Gehirn auch verpflichtet dafür, dass wir uns so organisieren, dass wir immer ein Rundes haben, also eine Geschichte haben. Und da möchte ich halt diese Lücken auch selbst füllen dürfen. Wenn man sich bewusst ist, dass man die eigene Geschichte selbst schreiben darf, jederzeit, glaube ich, hat man nur noch Vergnügen auf der Straße, in der Arbeit, überall. Das ist ein guter Punkt, dieser. Das war mein Laptop und der Matthias schimpft mit uns. Wir sitzen bei Matthias Werner in seinen Büroräumen der Villa Nierstein. Wunderschön hier übrigens. Gibt lecker Kaffee. Das Kopfschütteln wird langsamer, also wir machen Ja, weiter. so ein verzerrtes Grinsen. Wenn du das machst, mit den Leuten sprechen, dann, weil viele ja, was sage ich denn dann? Jetzt habe ich zum Beispiel ein Hörbuch gehört, der Typ sagt dann, guckt euch was an, worauf der andere stolz sein könnte und sprecht mit ihm drüber. Du hast gesagt, du guckst dem Kellner hinterher, überlegst eine Geschichte oder baust ein Leben. Denkst du da überhaupt noch nach all den Jahren der Übung? Ja, das ist das richtige Wort, üben. Üben, üben, üben. Und genau so ist es. Mittlerweile fallen mir so viele Sachen ein zu sogenannten kleinen, banalen Dingen, wo ich immer eine Geschichte hätte dafür. Ich muss mich selbst ausbremsen teilweise. Merke auch immer, dass Menschen nicht immer in der Lage sind, durch ihren Alltag und durch ihre Momente mir zuzuhören, weil ich ständig auf diesem Level bin. Nur wenn man es mal runterbricht auf null, weil du vorhin gesagt hast, ja, was soll ich denn sagen? Welche Sätze soll ich denn sagen? Da laufen Artgenossen rum. Wir gehen vor die Tür und sehen andere Menschen, das sind Artgenossen. Und wir sind in der Lage, Artgenossen anzusprechen. Es muss ja noch nicht mal ein Bekannter sein. Also wenn wir jemanden ansprechen, da muss er mich dreimal besucht haben und vielleicht dann, ja, das kann es ja nicht sein. Also wenn man es runterbricht, das sind Artgenossen, Menschen wie du und ich. Und wieso ist es nicht möglich, ohne Hemmungen jemanden anzusprechen, wenn du das Bedürfnis dazu hast? Merkt man ja gleich, ob es geht oder nicht. Diese
Vorarbeit ist ja schon voller Angst, bis dann mal was rauskommt. Und wenn dann mal was rauskommt, die Nacharbeit ist dann auch schrecklich, weil wir uns alle noch darüber dann auch noch enttäuscht fühlen, vielleicht Erwartungen nicht erfüllt bekommen haben und. Also diese Dinge sind einfach nicht mehr für mich relevant. Ich gehe raus, sehe eine Art genauso, wenn ich das Gefühl habe, ich muss ihm was sagen, sage ich es. Was ich dann so krass finde, du hast erzählt, ich habe nachgedacht, da sind so Bilder von unseren Augen entstanden. Kinder haben das ja total drauf. Du arbeitest ja auch mit Kindern. Und dann war ich jetzt mit meinen Knöpfen und meiner Frau Amelie weg und da war ein 12-Jähriger und der hat es nicht hinbekommen, meinem 6-Jährigen auf ein Hallo zu antworten. Der ist dann weg. Und dann ist meiner nochmal hin und nee, das hat nicht funktioniert. Bei dir hat das nie aufgehört, oder? Kinderzeit, Schulzeit, dann warst du in der Türkei, hast Fußball gespielt? Ein Jahr. Das war auch interessant. Das war in einem anderen Podcast. Ja, es ist halt, ja, das könnte man mal machen als Thema, wie stark Kultur sein kann. Mhm. Ich glaube, es ist überhaupt das Thema schlechthin, Kultur. Eigene Kultur, die man vielleicht für sich selbst hat, dann hat man ja auch diese Kultur, die man aus einer Nation heraus hat oder auch religiös. Also das sind ja einige Dinge, über die man rangehen kann an Kultur. Und das in der Türkei, das war halt für mich, ich glaube, in einem Jahr dreimal wieder nach Deutschland geflüchtet. Ich war damals schon ein Flüchtling. Und wenn ich das alles so erzähle, dieses Vermissen, dieses Fremde, dieses dazugehören wollen, doch nicht ganz akzeptiert sein, weil wir halt schon ein bisschen eine deutsche Aussprache hat und dass man dann in Schubladen geschoben wird, in deinem eigenen Land, hast gleichzeitig eine Erziehung durch einen Papa, der sehr liebevoll mit seinem Türkisch-Dasein umgegangen ist. Das aber einen Hut zu bekommen, das war sehr, sehr schwer. Eine schwere Zeit für mich mit großen Enttäuschungen und Niederlagen. Und heute hat das alles dazu geführt, dass ich das, was ich jetzt habe, gerade in Deutschland, diese Freiheit leben zu dürfen und auch zu genießen, so wie ich das gern hätte. Und das hat mir viel geholfen. Also die türkische Zeit als solches hat mir viel geholfen. Jetzt habe ich eine Liebe zu der türkischen Kultur, die groß ist, und eine Liebe zur deutschen Kultur, die auch sehr groß ist in mir. Und habe den coolen Moment und das Können, da immer zwischendrin mal zu wechseln. Finde ich eine Tür mehr, als etwas wegzunehmen. Also ich bin eher mehr für mehr, als sich zu begrenzen. Okay, also mit beiden Kulturen zu leben. Wir haben ja heute so die in der Gesellschaft immer die Diskussion, immer nur eine Sache. Wäre schön, wenn man beides nimmt und mit beidem einen Reichtum hat und einen Reichtum weitergeben kann an Erfahrungen und an Gerüchen, was auch immer ein Mensch so in sich birgt. Die Sinne werden ja anders gereizt in zwei verschiedenen Kulturen. Das ist etwas, was für mich jetzt auch in meiner Arbeit extrem förderlich ist. Ich habe viele türkische Denkweisen, kulturelle, orientalische Denkweisen, die ich umsetze in deutsche Sprachweise, die so wahrscheinlich auch noch nicht gehört wurden. Das ist etwas, was ich auch nutzen kann. Und andersrum genauso. Da können wir mal drüber sprechen in unseren nächsten Folgen. Du bist, würdest du von dir sagen, du bist ein motivierter Mensch? Ja, nur nicht durchgehend. Ich weiß, mich auszuruhen auf den einen Moment, wo ich dann die Motivation habe, die ist immer kurz vor knapp. Das muss man auch mal sagen, ja. Und das ist etwas, was gar nicht so erschreckend ist, sondern das hilft mir eben, ohne Block und Bleistift die Dinge zu tun. Das heißt, ich habe so viel Platz vorher für Aufnahme meiner normalen Dinge, Alltag, all dieses Wissen, was gefüttert wird dadurch durch andere Menschen, dass ich dann, wenn es ankommt, kurz vorher
dann alles rausholen kann. Also ich habe das ein bisschen umgedreht. Ich plan 90% definitiv nicht und bin 10% in dieser sogenannten Planung, so wie wir es alle verstehen. Und in den 90%, da ruhe ich mich aus, da mache ich mich voll mit Informationen, die Regale werden gefüllt, meine Module sind völlig da und die setze ich dann ein in diesen 10%. Cool. Und das ist gerade im Fußball mit meiner Mannschaft zum Beispiel, dass ich da hingehe und gehe rein, gucke mir die Leute an, den einen spiele, bupp, und dann hole ich ein Modul raus und dann geht's los. Und ich finde immer den Status quo für den Moment. Das heißt, dass durch das System oder diese Strategie ja auch sowas wie Enttäuschungen gar nicht groß stattfinden können. Die gehören einfach dazu dann zum Leben. Das ist gut, ja. Ich habe mal so eine Dokumentation über ein Volk irgendwo hoch in den Anden Ganz wahrscheinlich. weit weg, wahrscheinlich da in Und Wiesbaden dann, irgendwo. ja, so, mein Name ist Toni, ja, aus Wiesbaden. Und da gab es zum Beispiel kein Wort in der Sprache für Arbeit. Und weil das etwas ist, was völlig normal ist für die. Weil man muss halt arbeiten, um essen, trinken, was auch immer. Das Wort gab es gar nicht. Wie schön wäre es, wenn ich jetzt irgendetwas mache und nenne es nicht Arbeit. Das wäre schön. Das wäre schön. So, und das ist etwas Ähnliches. Cool. Wie bist du denn darauf gekommen, Kai? Ja, vielleicht weil ich der dritte Sohn von vier bin und mich entwickeln durfte im Schatten von den ersten zwei Söhnen, die mit 14, 15 im Ringsport schon internationale Klasse hatten. Vielleicht durfte ich die Dinge machen, die mir gefallen haben. Vielleicht war ich nicht in diesem Wettbewerb. Ich habe das Konkurrenzding als solches nicht so kennengelernt. Ja, ich habe so vieles. Ja, ich bin so ein bisschen wie Meine nennt man das? Tastatur. Die Tastatur, wo 17 verschiedene Farben leuchten. Ich bin Vielleicht, immer gut drauf, wenn ich die sehe. ja, es hat sowas Ähnliches. Ja, ich habe natürlich mich auch professionell irgendwo in eine Richtung mit begleiten lassen, klar. Das war. Matthias Werner. Was er gemacht hat, ist, Gehirnwäsche. ja, der hat mich total auseinandergenommen. Nee, der hat die Begrifflichkeiten reingebracht für mich. Das heißt also, ich habe vorhin was von Modulen geredet. Die Infos, so vom Herz her, vom Gefühl her, von dem, was ich so gefühlt habe, das war alles schon da. Die Module haben sich so ein bisschen abgepackt und die waren dann, sage ich mal, in so ein Lager einzulagern. Die haben dann die gewisse Form bekommen, wo ich sage, ich bin im Gespräch heute mit einem Spieler, der mit so einem Anliegen zu mir kommt und wir reden und wollen über das Anliegen reden und kommen komplett in eine andere Richtung und reden über andere Sachen. Und da ist es halt möglich, jetzt diese Module auszupacken und ihm auch Hilfe zu leisten und unterstützend zu sein, weil es ja dann oft um andere Dinge geht. Und das erkenne ich halt. Und da ist eine gewisse Möglichkeit entstanden bei mir, die größer ist, eine Ordnung in meinem Kopf, die auch schneller abrufbar ist. Das ist etwas, wo ich sage, so nennt er sich ja auch im Endeffekt, dass er ein Berater ist. Und das ist für mich auch das Wort Berater eine komplett andere Definition bekommen dadurch. Meine Frau, die Amelie, die hat eine Überlegung, Leuten einfach zwei Fragen zu stellen. Ich kann mich jetzt an einen davon nicht mehr erinnern, aber die andere kriege ich ungefähr zusammen. Was macht dich glücklich? Das ist cool. Glücklich macht mich, wenn ich das Gefühl habe, dass ich sagen kann, ich lebe gerade und mir geht es gerade gut. Und glücklich macht mich, wenn ich es schaffe,
so gelassen zu sein, dass ich sage, ich mache gerade das, das ist schön, und dann kommt das Nächste, das ist auch schön, dann kommt das Nächste. Das kann ein bisschen schwierig sein am Tag, ein Termin, was auch immer. So, und wenn das ja wie jetzt mit dir, das ist unangenehm, hoch drei. Und wenn das Unangenehme dann rum ist und das dann wieder schön, so dass ich mit meiner Tina dann wieder nach Hause fahre, da wird es wieder schön, dass ich das unterscheiden kann. Wenn ich das hinkriege, bin ich glücklich. Wenn ich dich beobachten darf und sehe, dann fällt mir bei dir und auch den anderen Menschen ganz stark deine Präsenz auf und dieses Im-Moment-Sein. Das passt ja auch zu dem, was du gerade beschrieben hast. Du hast diese glücklichen Momente, genießt sie, sind dir klar. Und das finde ich richtig cool. Würde mich freuen, wenn wir das nochmal machen. Jetzt haben wir schon 20 Minuten gequatscht. Hat mir viel Freude bereitet, Kayan. Jetzt trinken wir noch einen Kaffee. Ja. Du holst ein Eis. Mal schauen, wenn ich glücklich genug bin. Cool. Dann ja. Willst du noch den Zuhörern was sagen? Hast du noch eine Nachricht? Den Zuhörern? Ja, jederzeit. Ich finde, das Leben ist immer eine Einladung. Jeder Moment ist eine Einladung. Entweder nimmt man sie an oder man lässt es sein. Und wenn man nicht auf jeder Party eingeladen ist oder auch nicht auf jede Party geht, wo man eingeladen ist, ist es auch nicht schlimm. Ja? Es geht ja immer weiter. Genau, sollen doch vorbeikommen zu dem zum Beispiel. Spielen. Ja. Welche Liga seid ihr jetzt? Jetzt Verbandsliga, zweimal aufgestiegen ineinander. Ja, und rund. Wir haben am 10. August gegen Gonsenheim, gegen Absteiger aus der Oberliga, ein Heimspiel um 19.30 Uhr. Da wünsche ich mir natürlich jede Unterstützung wünschen. Ich bin da, ich freue mich, Kai. Cool. So, dann mache ich jetzt das Ding aus. Ja.